So, die nächste Mission steht im Hanshaus. What you got for us on that mansion? So it belongs to Ben Brooks, crypto investor. Billionaire, of course. What the hell you want with Drake Music? Yeah, it's weird, right? So I did a little digging, and it looks like he wants to use it as an NFT. And you think he gonna sell this thing or what? Yeah, he's setting up some hyper-exclusive gathering at his place to do a world premiere and put it up for auction. Oh, shit. Okay, well look, let's get our associate on that guest list. Sind auch wieder drei Missionen und das Finale und dann haben wir es. So, kann ich gucken, ob ich jetzt da irgendwie weitermache, ob ich auswählen kann. Jawohl. Geht weiter. Die Gästeliste. Dafür. Okay, look, Ben motherfucking Brooks. If he's the kind of dude to run some crypto billionaire auction and sell Dre's music, we gonna need to get creative if we want to get you on that guest list. In my experience, these type of assholes always got a weak spot. They lawyers. Imani's already got his address. Now let's pay his ass a visit and see if he can get us in. So, der Spur Elektroschotter. Elektroschock ist eine nicht tödliche Waffe, die du Feinde und andere Spieler wirkungsunfähig machen kannst. Oh ja, wir haben eine neue Ausrüstung, und zwar den Elektroschocker. Den haben wir doch beide schon. Ja, schon, das ist klar. Durch Sven, seine Agentur. Genau. Okay, look, I dealt with enough of these big shot lawyers to know this Und asshole jetzt haben wir is sogar not einen a whole offiziell. motherfucking security. And we need him alive if we're gonna get the access codes and some intel on the party. Might as well get his car too. With any luck, we can just drive into the mansion with it. Yeah, I like that. When you find him, break out the stun gun I set you up with, knock his ass out cold. Get this motherfucker back to the office. I'll take care of the interview. So. Warte mal gerade kurz, ich guck mal wie im Foto. Schwarze Haare, graues Hemd, sieht ein bisschen böse aus. Soll ich dir ein Foto aufs reale Handy schicken? Falls Nö. du. Okay. Vorsicht, hier sind Wachen, ne? Habe ich schon gesehen. Ist nett, dass du direkt anfängst zu schießen. Hast du dich angefangen? Hast du gerade angefangen zu schießen? Nein, die haben auf mich geschossen, Kev. Hör Okay. doch auf, immer das zu behaupten. Mann, Alter. Alles gut, passiert. Alter, da war gerade kein Gegner, auf einmal ist da einer zum Kotzen. Oh, falsche K-Waffe. Ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Ich habe einen Atomisierer ausgewählt, ich habe den Elektroschocker. Das ist okay, das geht jetzt auf mich. Das ist jetzt halt so. Das ist jetzt los. Na super, jetzt komme ich hier mit meiner Karre nicht mehr vom Hof. Ne. Ich bin kein Vater, vergiss es. Scheiße.
Ich gehe nochmal in die Agentur und schaue die Mission neu. Ja, das. Ein CV1. Ja, dann machen wir die jetzt noch und dann ist Schluss. Okay. Eine Karre gefunden. Aha. Zurück zur Agentur, starte die Mission nochmal neu. Ich hoffe, dass ich so neu starten kann, das wäre nämlich sonst blöde. Ups, da wurde die Kurve auch immer was zu eng. Ich bin auf dem falschen Gebäude. Zwar. Du bist in deinem Büro. Und ja, ja, das habe ich dann auch gemerkt gerade. Der Moment, das ist das falsche Gebäude. Deine Agentur steht dahin. Sache, die sind alle drei gleich ziemlich aufeinander. Also mein Büro, mein. Halt. Warum du auch immer die ganze Zeit auf mein Auto crasht. Da. Also. Du kannst ja draußen bleiben. Das war jetzt. Ich mach's dann jetzt dahin, wenn ich mich so neu starte, da mit ins Büro zu kommen. Scheiße, ey. Falsche Waffe eben ausgewählt. Kurze. Aber ist ja nicht schlimm. Hoffe ich zumindest nicht. Sehe ich gleich, ob das schlimm ist. Nö, ist nicht schlimm. Machen wir das nochmal. Tut mir so, als wäre nichts passiert. Die haben wir schon gehört, das Gespräch. Warum du eigentlich nichts Besseres zu tun hast, die ganze Zeit mein Auto zu rammen? Jetzt steht das bei mir irgendwo im Hauseingang, weißt du? So. Ich hasse diese Straßen hier und bleibst in jeder Kacke hängen. Mhm.
Ja, normalerweise fährst du aber auch nicht mit gefühlt 200 km/h durch. Also, warte mal, Moment. Elektroschocker. Klar. So. Nehmen wir mal die Wachen mit. Ich hab den jetzt geschockt, den Typen. Guck mal, ich hab ihn mal um den. Du hast schon. Ja, ja. Und so, liebe Leute, lernt Kev auch seine Frauen kennen. Das heißt gar nicht. So. Kommst du jetzt bitte? Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht auch mit da vorne gespawnt bin, sondern da stehen geblieben bin. Du bist da stehen geblieben. Ich habe das Problem, ich bin den... Ich habe den Anwalt. Ja. Aber auch wieder mich nicht auch direkt neben dir an dem Auto gespawnt hat, sondern mich im Garten hat stehen lassen. So, jetzt ist aber mal gut da hinten. So, die Gegner, die hatten nicht so viel zu melden. Ein Blick auf die Party wurde gefunden, das sagen wir mal. Ah, schick. So. Da ist schicke Haut dabei. Ah, das ist da. Was ist das hier drunter? Ach, von der Agentur immer noch, oder was? Ja, alles? Das ist deine Garage hier in der Agentur. Ja gut, an den Chef, da kann ich mich erinnern, den habe ich mal gekauft. Aber den Jeep dahinter nicht, den habe ich nicht gekauft. So. Das war... Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Verabschiede ich mich auch von meiner Aufnahme und von meinem Stream. Ja, und genau, in der nächsten Folge geht es dann mit dem, gab der letzten Vorbereitung und dann im Finale weiter. Wir schauen dann, wenn es wieder das nächste Mal weitergeht. Wir haben ja erstmal auch hier bei den Dingen aber jetzt genug erstmal vorbereitet. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn wir mal 2 Tage Pause sind. Schauen wir mal, wie es aussieht. Naja, bis dann.